Hi und herzlich willkommen zurück bei Daymare. Obwohl ich mir eigentlich... Nee, ihr werdet es dann wissen. So, auf jetzt hier. Das Ding ist bloß, was ich eigentlich mal gucken wollte. Hier gibt es ja keine Truhen und so weiter. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich weiß halt auch nicht, wie viel das... Hier sind 30. Und da habe ich 20. Warte mal. Überbrückungskabel kann ich nicht kombinieren. Das brauche ich, den Platz brauche ich halt. Eine weitere Waffe. Shit. Das ist so ein Wirkstoff zum Kombinieren. Was ist denn das? Mentalflüssigkeit. Ein schnell wirksamer und starke Aufputschmittel. Damit kann ich für eine begrenzte Zeit meine Wahrnehmung erhöhen. Sie wird von Pharma... Okay. Schnelle Wirkung, ein starkes Gegenmittel. Damit kann ich langsam eine mittlere Menge. Merkwürdiges Gemisch, speziell. Okay, warte mal, ich möchte das mal probieren. Wenn ich das... Ah, ich kann das gar nicht kombinieren. Okay, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Wenn ich jetzt aber, warte mal, die Waffe nehme. Theoretisch müsste er eigentlich... Ich tausche bloß das Magazin aus. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit, mein Junge. Ich tausche bloß das Magazin aus. Und, nee, hau mal ab hier. Nein. Kann ich jetzt, okay, ich habe zwar dann immer noch 4. Ich mache da mal 4 Schuss weg. Damit ich da wenigstens einen Slot frei habe. Ansonsten kann ich halt nicht mehr mitnehmen. Okay, ich muss... Ah, okay. Jetzt kann ich halt nicht mehr mitnehmen und ich glaube, es soll auch Truhen in dem Spiel geben, aber ich habe bisher noch keine einzige gesehen. Deswegen, aber da wir ja Checkpoints haben, ich weiß gar nicht. Zumindest, ich habe mir ja bloß das von Games.de angeguckt gehabt und das war ja mehr oder weniger, bevor die Veröffentlichung eigentlich war. Kann halt sein, dass das alles nochmal komplett geändert haben und nur auf Checkpoints setzen. Dass da, weil die haben da auch gesprochen von... Von den heißgeliebten Schreibmaschinen. Oh. Ja, gut. Ja, ja. Ja. Ja, kann ich nicht nehmen, weil voll. Mein Inventar ist voll. Ja, toll. Wie geht's denn eigentlich meiner Gesundheit? Bei 100%. Cool. Ja, gut. Dann muss ich das halt... Schade. Da muss ich das halt liegen lassen. Versperrt. Versperrt? Kann ich das mal probieren? Geht leider nicht. Ich wollte gerade sagen, geh mal auf. Geil. Sehr geil. Bewaffnet. Coolio. Okay, wo muss ich denn zum obersten Stockwerk, ne? Lade, lade, lade. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich irgendwie was drüber quatschen. Außer es kommt eine Cutscene, dann werde ich mich wahrscheinlich weggeschnitten haben. Wir gucken einfach mal. Obwohl das Laden hier jetzt schon wesentlich länger dauert wie beim anderen, aber... Soll jetzt nicht so schlimm sein. Mir gefällt das nicht, dass das noch so relativ lange dauert und ich hier im Fahrstuhl gefangen bin. Bing! Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt kein Bing kommt. Okay, er speichert, sehr schön. So. Cool. Was muss ich hier machen, bevor ich das machen kann? Lässt du Polizuk... Oh, hinterlege die Virusprobe in der Sicherheitsbox. Ich mach mal ja. Shit. I absolutely have to recover those samples somehow.
Hä? Ich kann es doch wieder nehmen, oder nicht? Warte mal. Ich kann doch dann wieder zurück hier, oder nicht? Hallo? Hallo? Ich wollte... Toll. Ach so, weil ich das Ding habe, wird mir... Ah, okay, aber wie komme ich denn da... Die Überreste von Agent West, wie es aussieht, wurde er von irgendeinem Arschloch niedergeschossen. Ja, das... No sign of Krychek yet. Can you hear me? Can you hear me? Nein, kann er nicht. God damn this cocksucking storm. Fuck, ne? Schwierigkeit schwer. Okay, ich möchte es trotzdem mal probieren. Wir haben ja immer noch komischerweise zwei. Bitte, bitte. Schwierigkeit schwer. Am Arsch. Am Arsche. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ich meine, ich kann jetzt ja wieder ein bisschen was mitnehmen. Psychotrophin. Und Hohlspitzgeschosse. Sehr schön. Warte mal, da haben wir noch mehr. Mein Inventar ist voll. Wetten? Nee, doch nicht. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Wie sieht es jetzt mit meinem Inventar aus? Relativ, aber ich könnte, warte mal, ich könnte doch eigentlich, um Platz zu sparen, das hier mal kombinieren. Ist besser wie nichts, ne? Hier habe ich noch 16. Ach so, da habe ich jetzt auch wieder was aufgehoben. Okay, dann wechsle ich mal wieder auf die Waffe. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, aber ihr wisst ja, ne? Das Sicherheitssystem funktioniert noch. Okay. Ja, klar. Fuck. Kann ich den... Kann ich... Was sagen, kann ich den nicht einfach in den Nacken schießen, Mann? Oh, Dreck. Scheiße, das waren noch die Hohlspitzgedingse. Warte ganz kurz. Habe ich bloß die Hohlspitzgedingse? Habe ich. Ach so, nee, warte mal. Ich habe ja. Wo ist denn. Nimm das mal wieder mit. Ich habe bloß die Hohlspitzgedingse, ne? Ich weiß jetzt nicht, also, naja, ich würde gerne wissen, ob die jetzt stärker sind als die von der. Nein, der MG ist es ja nicht, aber sowas ähnliches. Oh, guck mal, schön. Das müsste wieder das Einfache sein. Wo kam das jetzt her? Kam ich nicht von hier? Ich muss die Polydux-Probe beschaffen. Ja, aber woher denn? Warum erinnert mich das so ein bisschen an das Polizeirevier? Wo denn? Was bist denn du, Mann? Mir hechelt mir einer, wisst ihr, aber ich... Ich kann die Anlage noch nicht verlassen. Ja... Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung. Ach, da ist er, Jung. Oh, nee, warte mal, ist das? Nee, das ist kein Starker. Deine Mütze ist weg. Scheiße. Es hat echt ein Schuss ausgereicht, ne? Also, ich weiß nicht, wonach das Spiel manchmal geht. Das ist so... Oder schieße ich echt so scheiße? Guck, guck. Der steht mit Sicherheit auf. Oder die Alte. Ich weiß es doch. Ach nee, da haben wir ja noch einen. Hi, Kollege. Tschüss, Kollege. So. Ich brauche halt echt irgendwie ein... Hä? Liegen, Mann.
Was habe ich dir getan? Hä? Ach komm, Alter. Das willst du mich verarschen? Oh! Okay, okay, okay. Warte. Nein, ich nicht. Verpiss dich, Mann. Jetzt bleib endlich mal liegen, ey. Okay. Ganz ruhig. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Mutti ist nicht so schnell unterwegs. Doch, Mutti ist schnell unterwegs. Scheiße. Verpiss dich. Eben, sag ich auch immer. Tschüss. Na, wärst du mal nicht, ne? Mann, einfach mal ruhig anquatschen und hier nicht so überheblich. Das ist einfach noch kopflos. Das kannst du nicht machen. Mach mal nicht. Ich würde sagen, ich höre doch da noch jemanden. So, das ist cool. Oh, scheiße. Ich werde die gute Muni nicht so übermäßig verschwinden. So, ich hoffe, er bleibt liegen. Was ist hier? Ein Abbild des griechischen Gottes Ares. Das heißt, dass seine Schönheit nur von seiner Gier nach Gewalt übertroffen wurde. Okay, schön. Ist das hier wieder so ein Ding? Nee. Zum Rumschieben. Abbild des griechischen Gottes. Was? Hepatitis? Er war der Gott der Schmiedekunst und lebte in einem Vulkan. Ja gut, der hat er immer halt schön gehabt, ne? Dem traue ich nicht. Die Statuen, mit denen kann ich nichts machen. Abbild des griechischen Gottes Kronos. Er ist der Vater von Zeus und hat seine eigenen Kinder verschlungen, weil er fürchtete, dass sie ihm seine Macht entreißen würden. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor, das Bild. Und das Abbild des griechischen Gottes Apollo. Er ist der Gott des Lichtes und hat die Zukunft der Menschheit mit Kunst, Dichtung und Musik gesegnet. Endlich mal netter. Endlich mal netter, nicht so wie die anderen Arschlöcher hier. Oh, was haben wir denn hier noch? Wahrscheinlich wieder eine Akte, die ich nicht lesen kann. Ich würde da halt... Ich muss das mal so probieren, ob man das wirklich eingeben kann und dann das Aktenzeichen, damit man das lesen kann. Also, ich meine, im Real-Internet. Nicht nur vielleicht hier drüber. Ich hab da was gehört. Oh, ich höre da noch einen Kumpel. Ein Abbild des griechischen Gottes Pollux. Er und sein Zwillingsbruder Castor. Ich habe erst nämlich an viele Castor irgendwie gedacht. Bei Castor oder so. Okay. Bilden die Dioskuren? Er ist ein erfahrener Faustkämpfer und angeblich unsterblich. Ja, ich höre es da hier nämlich schon wieder. Bist du denn? Das kann wieder dauern, ne? Aber ich finde es halt schön, dass man so eine Hinweise darauf kriegt. Bist du hinter der Tür? The private office of the founder. From here I should be able to restore system passwords. Ja, ja, aber erstmal müssen wir jemanden finden. Ach, guck mal, da oben ist er ja. Ah, ich habe bloß noch zwei von denen. Hoi, mein Freund. Und davon hätten wir im ersten... Ich schätze mal im ersten... Doch, es geht ja nach Kapitel. Ne? Im ersten Kapitel 3 von 3. Dö-dö-dö-dö-dö. Sehr schön. Sehr schön. Ach, sowas mag ich ja. So, Abbild des griechischen Gottes Castor. Er und sein Zwillingsbruder Pollux bilden die... Ja, hervorragender Pferdebändiger und der Beschützer erschöpfter Seeleute. Auch sehr schön. Aber ich... Das kommt mir ja so vor, als ob das ein Rätsel wäre, ne? Jason mit dem goldenen Vlies. Der Legende nach konnte es jeden Wunsch... Ja, cool. Und wieder eine Verschlüsselung. Oh, doch nicht. Dr. Weirs Tagebuch 1. Okay. Es sind halt wieder 7 Seiten. Ja. Gut, Castor und... Achso, Teil 1. Castor und... Pollux. Welche von den in Frage kommenden Namen könnte passender sein als diese beiden? Tatsächlich hätten der revolutionäre Durchbruch, den Pollux darstellt, nie ohne seinen Bruder Castor, der wahrscheinlich grausamsten chemischen Waffe aller Zeiten, stattfinden können. Im Grunde wussten wir gar nichts darüber, ehe die Bergung dieses japanischen U-Boots in den 70er Jahren vollzogen wurde. Bis dahin wussten wir nur, dass damit irreversible Schäden an Organismen verübt werden könnten. Schäden, die selbst Sarin in den Schatten stellten. Davon abgesehen ist das
gesamte Programm, jenes, das ohne Zweifel die Chronik über den Einsatz biochemischer Waffen unvermeidlich umschreiben und die Vereinigten Staaten höher auf das Podest der globalen Mächte verfrachten wird, nicht einfach nur durch Zufall entstanden. Nein, nicht der Zufall, sondern eher durch göttliche Intervention, denn das Schiff, dessen giftiges Wrack niemals ihre Bestimmungsorte und damit unsere Vorfahren erreichte, lief vor der Küste der Norfolk Islands im Bundesstaat Washington auf Grund, wo es vergessen und jahrelang nicht bemerkt wurde. Es war gewissermaßen ein Glücksfall, dass eine bestimmte Quallenart, die auf den Inseln heimisch war, mit winzigen Dosen des Mittels, die allmählich durch den korrodierenden Schiffsrumpf nach außen drang, in Kontakt kam. Sie wurde dadurch sofort transformiert, entwickelte sich weiter und infizierten auch einige Inselbewohner. Aber erst als diese kure Krise ihr erstes menschliches Opfer forderte, beschloss die Regierung, aktive Maßnahmen zu setzen. Dabei stolpert man mehr oder weniger über die schreckliche Tatsache, dass wir unsere heutige Existenz einzig und allein der Inkompetenz der Bootsbesatzung zu verdanken haben. Das Interesse an diesem knappen Entkommen ist, dass ein potenziell desaströser, doch schlecht ausgeführter Racheplan einer bisherigen Überseenation sich einmal mehr für uns als Glücksfall herausgestellt hat. Teil 2. Im Jahr 73 wurde die Aegis Laboratorien auf der Insel mit der Bezeichnung Nordblau 2 errichtet. Damit das im japanischen U-Boot angefundene Flüssiggas sicher extrahiert und einen neuen Zweck zugeführt werden konnte. Ich erinnere mich noch an die Bergungsarbeiten und den Aufbau. Der Konzern gab mir freie Hand, was die meisten architektonischen und konstruktionstechnischen Entscheidungen anging. Wir konnten einen Teil des Rumpfes aus seinem nassen Grab befreien. Später haben wir dann den Betonbunker errichtet, in dem er sich momentan befindet. Es war ein technische Herausforderung, aber die Anlage, die wir heute benutzen, war den immensen Aufwand jedenfalls wert. Die unteren Ebenen von Nordblau 2 Anlage unterliegen den höchsten Geheimhaltungsstufen. Sie beherbergen das U-Boot und die wichtigsten Experimentierräume in deren Etagen sind außerdem das Beobachtungsdeck, die Laderampe für die Abwicklung empfindlicher Materialien, weitere Labore und ein Lager untergebracht. Die oberste Etage hingegen sind für normale Angestellte zugänglich und beinhalten Büroräume, ein Konferenzraum, einen modernen Serverraum sowie verschiedene notwendige infrastrukturelle Einrichtungen. Die meisten Leute, die hier ihren Dienst verrichten, haben keine Ahnung, was sich unter ihnen befindet. Sie hegen nicht den leisesten Verdacht daran, dass sie sich in einem Schlüsselort befinden, an dem jeden einzelnen Tag Geschichte geschrieben wird. Wenn ich darüber nachdenke, bezweifle ich, dass überhaupt jemand wirklich weiß, was da unten vor sich geht. Teil 3. Castor könnte möglicherweise die ultimative Waffe für Chemieangriffe erheblicher Größenordnung sein, obwohl die Streuungsmethode überraschend einfach erscheint. Das Lalalagas wird bei sehr hohen Temperaturen in speziell verstärkten Behältern verdichtet und anschließend in Flugzeuge verladen. Sobald das Flugzeug im Zielort eingetroffen ist, werden ein oder mehrere Castor-Behälter abgeworfen. Dabei Kontakt mit der Bodenoberfläche wird der Auslösungsmechanismus in Gang gesetzt und drei schützende Blätter öffnen sich. Wodurch der innere Zylinder zum Vorschein kommt. In diesem Punkt wird das mit Hochdruck freigesetzt. Dadurch wird die verdichtete Flüssigkeit in ein extrem flüssiges Gas umgewandelt. Nun zeigt Castor sein wahres Gesicht. Das Gas breitet sich umgehend mit hoher Geschwindigkeit und wie eine mächtige Flamme, die sich von Sauerstoff ernährt, in der Umgebung raus und erschafft eine Art abgeriegelte Umwelt, innerhalb deren Grenzen nahezu kein atmendes Wesen eine Überlebenschance hat. Allmählich verliert es an Leistungsfähigkeit und dematerialisiert, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Wenn ausreichend große Mengen davon in bevölkerungsreichen Zonen zum Einsatz kommen, wären Tausende und Abertausende von Opfern innerhalb von Sekunden möglich. Ganze Einwohnerschaften, fremde Armeen oder Gruppen von unerwünschten oder überflüssigen Söldnern in einem Kampfgebiet könnten in einem kurzen Augenblick ausgelöscht werden. Schön, wenn die Texte nicht immer nur so lang wären. Okay. Charakter löschen? Was? Okay, helle die Dunkelheit und es wird keinen Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich nicht retten wird. Oh, es ist doch ein Rätsel. Schaffen wir das noch? Oh, gut, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ich nehme erstmal die Muni mit. Ich hoffe, wir müssen nicht allzu viele Dings machen. Das Licht war hier. Wie hieß er denn? Apollo. Ah, dass die Tür auch nicht offen bleiben kann, ne? Tür auf, Tür auf! Mach jetzt die Tür auf, Junge. So, Apollo. So.
Warum habe ich denn so ein Zeichen da? Oh nein. Oh. Was ist das L? Ich gucke gerade auf meine Tastatur, ob das übereinstimmt. Denke ich nicht, oder? Oder mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also in sich müsste das dann das hier sein. Das ist doch das I neben dem O. Ja, eigentlich schon. Da kommt schon das Y. Ich weiß nicht, die haben halt ein bisschen ein paar Dinger rausgekommen. Das ist ein bisschen. Hä? Warum ist das in so einer fucking Charakter löschen? Erhelle die Dunkelheit und es wird kein Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich nicht retten kann. Was war denn das gerade? Oh! Das ist eine alte, elegante Schreibmaschine. Ah, weißt du, was das sein wird? Okay, wir haben doch hier Schreibmaschinen. Das liegt vielleicht an meinem Schwierigkeitsgrad. Würde ich nämlich auf DMR spielen oder auf Albtraum, wird es wahrscheinlich so sein, dass ich Bänder suchen muss und dass es keine Checkpoints mehr gibt. Okay, ein Tagebuch 2. Ich würde halt gerne alles lesen, ne? Aber das muss doch Apollo sein. Warte mal, haben die noch mit Doppel-L geschrieben? Oder mit dem... Aber jetzt kriege ich noch Jason mit den goldenen Vlies. Die Legende nach konnte er jede Wunde heilen. Aber es müsste doch eigentlich Apollo sein. Ich habe mir jetzt hier alles durchgelesen. Oder habe ich noch ein Bild vergessen? Das war ja hier Polydox. Ja, ist schön. Von dem habe ich übrigens noch nie was gehört. Da wird doch Doppel-L geschrieben. Ja, Apollo. Gott des Lichtes. Das muss Apollo sein. Moment. Das ist ein A. Aber ich sehe halt kein L. Ne? Wir haben ja auch noch andere komische Zeichen hier, aber vielleicht muss es danach gar nicht gehen. Das wird ja ein I sein, das ist ja kein L. Von wem Charakter, oder? Ja, gut, jetzt steht Apollo da. Also, jetzt würde ich so lesen können. Ich probier's mal. Nee. Oder ich kann halt wirklich bloß die, die klar sind, nehmen, ne? Weil an sich habe ich kein L. Okay, warte mal. Lass mich nur mal gucken. Also der sollte es nicht sein, der sollte es auch nicht sein. Für mich ist es eigentlich Apollo. Wegen Licht und so, ne? Erhellen. Wen haben wir denn hier? Kronos. Vater von Zeus. Ja, gut. Oh Gott. Schmiedekunst. Lebt in Vulkan. Die Dunkelheit, das muss doch der Lichttyp sein. Ares, Schönheit, ja. Hatte ich hier unten noch welche? Ne, die waren alle oben, ne? Die waren alle oben. Es kann aber nur. Ich probiere, also ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht, weil es ja. Es muss ja auf den Konsolen auch funktionieren. So kann ich es nicht eingeben, oder? Ah, nee, da wechselt er einfach die Dinge. Nee. Ich wollte gerade sagen. Siehst du einfach bloß nicht? Bin ich doof? Also ja, offensichtlich, aber...
ich jetzt mal nach dem gehe, was auf einer normalen Tastatur ist, ne? A, S, D, F, G, H, J, K, L. Es gibt bei mir jetzt noch Ö und Ä, aber trotzdem. Mein würde der Rest eigentlich auch passen? Eigentlich schon, ne? Q, W, E. Oh, warte mal. Warte mal. Wenn das danach geht, oder? Mal. Q, E, Q, W, E, R, T, Z, U, I, O, P. Warte mal. Das passt. Nee. Also da geht's. Hä? Das ist halt ganz komisch, ne? Also kann ja auch sein, dass ich dann erstmal nachgucken muss und dann die Folge leider beenden muss, ohne dass wir das jetzt geschafft haben. Das wird halt. V, C, XY. Also an sich haut's ja hin. Aber. Ganz ehrlich, da muss ich rumprobieren. Dann weiß ich nicht. Dann. Das ist aber auch nicht. Nee. Hä? Also für mich ist die Antwort Apollo. So schwer ist es ja eigentlich nicht. Aber ich weiß halt nicht. Sieht hier irgendwas wie so ein P? Ja. Ja, das müsste ein I sein. Ich will bloß mal gucken, ob hier. Okay, gut, kann ich nicht weiter eingeben. Was anderes ähnlich wie ein L aussieht. Weil es stimmt ja auch nicht alles überein, was da. Also optisch, sage ich mal. Kann ich hiermit eigentlich auch löschen? Oh, das geht auch schön. Ach, guck mal, die Dings gerade da oben. Also, ich weiß nicht, was das jetzt gerade ist. Vielleicht. Bug glaube ich bald eher nicht. Wie gesagt, meine Antwort habe ich. Wenn ich die jetzt nicht vernünftig eingeben kann, weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht muss ich auch bloß einen anderen Code ausprobieren. Ich werde mal schauen, das werden wir dann aber halt, wie gesagt, leider erst morgen sehen. Ich hätte gerne noch das Rätsel jetzt hier gelöst, aber ich weiß nicht, was das ist. Für mich habe ich es auch selber richtig eingegeben oder ich habe alle Möglichkeiten für mich ausgelotet. Ansonsten, ich werde vielleicht dann andere Götter einfach mal ausprobieren und ihr werdet auf jeden Fall am Anfang der nächsten Folge gleich das erste, das erste Wort, was da wirklich reinkommt, sehen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao, ciao.